René, es gibt was Neues im Bereich Arbeitnehmerüberlassung. Was ist überhaupt eine Arbeitnehmerüberlassung? Ja, Grischer, du hast recht. Ab dem 1.4. gibt es ein neues Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Und zu deiner Frage, was ist eine Arbeitnehmerüberlassung? Stell dir einfach vor, du hast ein Hotel und dort ein großes Catering und brauchst zusätzlich zu deinem Servicepersonal vielleicht noch weitere 20 Servicekräfte. Die arbeiten dann Hand in Hand zusammen und nehmen auch Weisungen von dir entgegen. Also sind quasi eingegliedert für einen betrieblichen Zweck. Das ist ein klassischer Fall der Arbeitnehmerüberlassung. Also immer, wenn man sozusagen zeitweise zusätzliches Personal braucht, um den Betrieb am Laufen zu halten. Okay, und was ändert sich konkret zum 1.4.? Ja, ab dem 1.4. Müssen im Prinzip sämtliche Arbeitnehmerüberlassungsverträge, die man mit Dienstleistern hat, als solche gekennzeichnet sein. Das heißt, da muss dann ganz konkret Arbeitnehmerüberlassungsvertrag drüber stehen. Das ist in der Praxis wahrscheinlich bisher noch nicht so, da war das früher nicht ganz so streng. Insofern ist man da ein Stück gehalten zu gucken, welche Verträge habe ich mit Fremddienstleistern und muss ich dort Arbeitnehmerüberlassung drüber schreiben. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, vor jedem Einsatz müssen die Mitarbeiter, die dann im Prinzip tatsächlich kommen, müssen namentlich feststehen und die müssen benannt werden. Und diese beiden Punkte ändern sich ganz konkret ab dem 1.4. Okay, ist das das Einzige, was sich ändert oder gibt es noch mehr? Nein, es gibt noch weitere Veränderungen. Es sind zwei Stück an der Zahl, die allerdings mit einer zeitlichen Verzögerung in Kraft treten. Stell dir vor, du hast jetzt beispielsweise im Bereich Hausreinigung eine Personaldienstleisterfirma, die quasi deine Zimmer reinigen. Und wenn die Mitarbeiter eben 9 Monate ununterbrochen bei dir im Betrieb waren, dann haben die einen Anspruch auf gleiche Bezahlung. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wenn diese Überlassung länger als 18 Monate dauerte, haben die auch einen Anspruch bei dir dann eben zu arbeiten, dauerhaft als Mitarbeiter eingestellt zu werden. Der Gesetzgeber sieht dort vor, dass diese Fristen eben unterbrochen werden können. 3 Monate muss die Unterbrechung betreffen. Und ja, das wird sich dann in der Praxis zeigen, wie sich das entwickelt. Dann machen wir nochmal ein Video zu dem. Dann machen wir nochmal ein Video. Die wichtigsten Geschichten sind jetzt erstmal sozusagen die Bezeichnung der Verträge als Arbeitnehmerüberlassungsvertrag. Mhm. Da muss man einfach gucken, ist es ein Arbeitnehmerüberlassungsvertrag? Das ist wichtig. Ist das Personal eingegliedert und nehmen die sozusagen Weisungen entgegen? Klassischer Fall der Einsatz beim Catering, ja, wo die Mitarbeiter mit allen anderen zusammenarbeiten. Ähnliche Bereiche sind beispielsweise Housekeeping. Ja, auch da gibt es sicherlich ganz viele Anwendungsbeispiele der Arbeitnehmerüberlassung. Ja, und diese Verträge müssen eben als Arbeitnehmerüberlassungsvertrag gekennzeichnet sein und die Mitarbeiter müssen namentlich jetzt ab dem 1.4. feststehen. Gut, und wenn ich dazu Fragen habe, kann ich dich anrufen oder ich kann es auch noch irgendwo nachlesen? Ja, wir können, wir haben ein Merkblatt veröffentlicht bei uns auf der Internetseite im Download-Bereich, der ist mitgliedergeschützt, also passwortgeschützt, um genau zu sein. Aber da kann man im Prinzip alles nachlesen und ja, bei Fragen stehen wir natürlich auch gerne zur Verfügung. Super, vielen Dank, René. Ja, bitte.